denn es ist hie kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie an Gott haben sollten. Lasst uns sehen, was passiert, wenn ein Sünder stirbt. Dieser Mensch dachte, er hatte alles. Die Schrift sagt und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viel Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wie dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nach seinem Tod wird seine Seele gleich zur Hölle gebracht, um auf Gottes schreckliches Urteil zu warten. All dies, weil er Gottes Liebesgabe des ewigen Lebens abgelehnt hat. Die Zeit ist nahe. Dies wird der große und schreckliche Tag genannt von Gottes Gericht, wenn alle, die in ihren Sünden gestorben sind, gerufen werden, um zu erscheinen vor dem Herrn Jesus Christus, um von ihm gerichtet zu werden. Das Wort Gottes sagt: Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Wenn es vorüber ist, wird Gott den Engel bitten, das Buch des Lebens zu öffnen und zu sehen, ob dein Name darin steht. Der Engel wird schauen und sagen: Dieser Name stehe nicht geschrieben, Herr. Und Gott wird sagen: Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht für ewig. Aber Gott in seiner großen Liebe bereitete einen Weg für dich, um diesem schrecklichen Ort entrinnen zu können. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Gott hat dir seine Liebe bewiesen und will, dass du mit ihm im Himmel leben wirst. Er machte einen Weg für dich, um dorthin zu gehen und der Hölle zu entfliehen. Und dieser Weg
führt nur durch den Versprochenen, den Erlöser. 30 Jahre alt, um von Johannes getauft zu werden. Als Johannes der Täufer ihn sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und da Jesus getauft war, stieg er bald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihn. Und Johannes sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeikommen. Und Jesus offenbarte das Herz Gottes und sprach: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Seine Lehre erstaunte das Volk und sie sprachen: Es hat nie kein Mensch also geredet wie dieser Mensch. Jesus vollbrachte große Wunder. Die Bibel sagt: Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald war der von seinem Aussatz rein. Es jammerte den Herrn über die hungrigen Scharen, die ihm nachfolgten, und durch seine Wunderkraft nährte er 5000 Männer und ihre Familien mit nur 2 Fischen und 5 Laibern Brot. Und Jesus ging hervor und sah das große Volk, und es jammerte ihn derselbigen und heilete ihre Kranken. Eines Nachts überraschte Jesus seine Jünger, als er auf dem Wasser ging, und sagte zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Die ganze Schöpfung gehorchte dem Sohn Gottes. Jesus erklärte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Er kam zu dem Grab von Lazarus, der schon 4 Tage tot war, um seine Macht zu demonstrieren. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und die Nachricht verbreitete sich überall, dass Jesus sogar Leute von den Toten auferwecken kann. Am Abend aber brachten sie viel Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit Worten und machte allerlei Kranke gesund. Jesus sprach: Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus sagte zu den Scharen: Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Der Herr Jesus schockierte das religiöse System, als er sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und damit erklärte er der ganzen Welt, dass er der einzige Weg zum Himmel ist.
Diese Worte stellten die ganze religiöse Welt auf den Kopf. Damals hassten sie Jesus für diese Worte. Und die Massen hassen diese Worte noch heute. In dieser Nacht nahm Jesus seine Jünger mit in den Garten Gethsemane und ließ sie zurück, so dass er alleine beten konnte. Die Bibel sagt, und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Jesus, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, war nun so weit, die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Pilatus fragte, was er mit dem Mann, genannt der König der Juden, tun soll. Und das Volk schrie, kreuzige ihn! Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erinnerst du dich noch, als Gott die Erde wegen der Sünde mit Dornen verfluchte? Die Soldaten machten eine Krone aus giftigen Dornen und pressten es tief in seinen Kopf, was schreckliche Schmerzen, Schwellungen und Blutungen verursachte. Jesus wurde zum Sündopfer für uns. Die Dornenkrone symbolisierte den Gräuel der Sünde. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein Purpurkleid an. Sie setzten ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, »Gegrüßet seist du, der Judenkönig!« Jeder anwesende Soldat schlug Jesus gnadenlos mit seinen Fäusten ins Gesicht und schlug ihn mit dem Rohr auf sein Haupt. Sie spuckten auf das Lamm Gottes, auf das die Schrift erfüllt wurde. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus wurde zum Landpfleger Pontius Pilatus zurückgebracht, welcher sich rühmte, die alleinige Macht zu haben, Jesus zu kreuzigen oder freizulassen. Aber der Herr antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Jesus hatte vorhergesagt, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Pilatus zur Kreuzigung übergeben und sie führten ihn davon. Obwohl sein Fleisch in Fetzen hing, wurde ihm befohlen, sein Kreuz von über 45 Kilogramm 220 Meter zur Hinrichtungsstätte Golgatha zu tragen. Das raue Holz grub sich in seinen zerrissenen Rücken. Von diesem Zeitpunkt an war sein Körper schon ausgetrocknet. Das Wunder war, dass er noch immer lebte. Eine andere Prophezeiung erfüllte sich. Fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Eine weitere Prophezeiung erfüllte sich. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Gott verließ den Himmel aus Liebe und Barmherzigkeit, um die Beleidigungen, Lügen und den Hass
von seiner eigenen Schöpfung zu tragen und zu sterben für ihre Sünden. Erschüttert schauten die Engel zu. Sein Angesicht war ein Haufen zerrissenes Gewebe. Die Dornen, die eine so massive Schwellung und schmerzhafte Infektionen verursacht hatten, wurden nahe bedeckt mit geschwollenem Fleisch, sodass er nicht länger einen menschlichen Anschein hatte. Hunderte von Jahren, bevor dies überhaupt stattfand, prophezeite der Psalmist diese Worte über den Herrn Jesus: Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat sich um mich gemacht. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Jesus selbst sprach: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässet für seine Freunde. Jesus schaute zu seinen Peinigern und betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Horror der Kreuzigung wurde von einem qualifizierten Arzt medizinisch wie folgt beschrieben: Dies war der qualvollste Tod, der einem Menschen widerfahren konnte. Er musste sich selbst aufstützen, um atmen zu können. Als die Nägel den Zentralnerv des Pulses trafen, schossen ihm brennende Schmerzen stoßartig durch seine Arme hoch zum Gehirn, dann seinen Rücken hinunter. Der Nagel zwischen den Mittelfußknochen der Füße brannte durch die Nerven und zwang den Leib, sich krampfartig aufzurichten. Dann zogen sich die Beinmuskeln zusammen und zwangen den Leib wieder nach unten. Und es schlug ihn gegen das Kreuz. Luft wird nach innen gesogen, aber kann nicht ausgeatmet werden, bis sich Kohlendioxid in den Lungen bildet und der Blutstrom das Atmen stimuliert, um Krämpfe zu lindern. Erschöpfung, Schock, Austrocknung und Lähmungen zerstören das Opfer. Das Herz ist kaum in der Lage, das dicke Blut in den Kreislauf zu pumpen, dann jegliche der Billionen Zellen eine nach der anderen abstirbt. Unsere Sünden brachten Jesus Christus ans Kreuz. Dass sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen den der Menschenkinder. Das war der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Kein Tag war wie dieser. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Blut, das Jesus vergoss am Kreuz an diesem schrecklichen Tag, war kein menschliches Blut. Es war Gottes kostbares Blut. Das Einzige, was unsere Sünden wegwaschen könnte. Warum hat Jesus diese Qualen für dich durchgestanden? Weil er dich liebte. Der Himmel wurde schwarz, weil Gott, der Vater, keine Sünden ansehen konnte. Jesus nahm die Sünden der Menschheit auf sich selbst, einschließlich jeder bösen Gedanken und Taten, und bezahlte den schrecklichen Preis am Ende.
entsetzlichen Kreuz. Und Jesus rief laut und sprach: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Gerade bevor er starb, rief der Herr laut: es ist vollbracht. All die notwendige Arbeit, um uns zu erretten, war getan. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Das Opfer am Kreuz wird niemals wiederholt werden. Um sicher zu sein, dass er tot war, öffnete ein Soldat mit einem Speer die Seite des Herrn, und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Der Hauptmann aber, der dabei stund, ihm gegenüber und sah, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Nach seinem Tod wurde sein Körper vom Kreuz genommen und sie wickelten ihn in feine Leinen ein und legten ihn in ein ausgeliehenes Grab. Große Unsicherheit ergriff Jerusalem. Der Herr Jesus war tot. Judas erhängte sich selbst und die Jünger versteckten sich aus Angst um ihr Leben. Alles schien hoffnungslos. Die Jünger vergaßen in ihrem Unglauben, dass Jesus sagte, er wird wieder auferstehen. Dann geschah es. Das größte Ereignis aller Zeiten. Nach 3 Tagen im Grab kam die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein, als der Gekreuzigte auferstand von den Toten und der Welt die Hoffnung des ewigen Lebens gab. Der Herr Jesus im großen Sieg über Sünde, Tod und Hölle rief aus: Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Bei Tagesanbruch am ersten Tag der Woche brachten Frauen Spezereien zum Grab, um den Leib Jesu zu salben. Sie wurden begrüßt von einem Engel, der sagte: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und gehet eilet hin und saget es seinen Jüngern. Jesus ward von über 500 Zeugen gesehen. Seine Jünger waren hoch erfreut. Der Herr gab ihnen diesen direkten Befehl: Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Nun schau genau. Siehe die Milliarden über Milliarden, die starben in ihren Sünden. Jesus liebte diese Leute so sehr, dass er den Himmel verließ, um sie vor der Hölle und des Gerichts zu warnen. Er vergoss sein kostbares Blut, Gottes Blut, um ihre Sünden wegzuwaschen. Er starb und ist von den Toten auferstanden, aber keiner dieser Leute glaubte ihm. Keiner von ihnen nahm Jesus als Herrn und Erretter an. Anstatt dem Leben wählten sie den Tod. Also muss Jesus als allmächtiger Gott und letzter Richter sie hier in den zweiten Tod schicken.
im Namen Gottes, bevor es zu spät ist, bevor du stirbst. Glaube an Jesus und mache ihn zu deinem Herrn und Erretter, bevor du an diesem schrecklichen Ort endest. Vor seiner Rückkehr in den Himmel machte Jesus dieses wundervolle Versprechen an alle, die ihn aufnahmen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Jesus erklärte das: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Danach wurde er in die Wolken zum Himmel aufgenommen. Lieber Zuschauer, dies ist die größte Geschichte aller Zeiten. Jesus ist wahrlich das Licht der Welt. Ohne Jesus verfehlst du den Weg in den Himmel. Er selber sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn so du mit deinem Munde bekennest Jesum, dass er der Herr sei, und glaubest in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Als persönlichen Erlöser abgelehnt haben, ist der Pfuhl des Feuers, welches ist der zweite Tod. Für sie ist es zu spät. Aber was ist mit dir? Wenn du Jesus aufnimmst, ist das der Anfang eines wunderbaren neuen Lebens. Gott wird dich segnen und dein ganzes Leben ändern und dir ein total neues Herz geben. Deine Probleme werden nicht alle verschwinden, aber er wird deine Lasten für dich tragen. All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber das Beste wird noch kommen, wenn du vor deinem wunderbaren Retter nach deinem Tod stehen wirst und er dir sagen wird: Ei, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Gott hat dir seine Liebe bewiesen und hat dich hierher geführt, um dich vor einer brennenden Hölle zu erretten. Wenn du willst, dass Jesus Christus in dein Herz kommt, musst du ihn fragen. Wiederhole diese Worte und glaube sie. Herr, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und Vergebung meiner Sünden brauche. Ich glaube, dass Christus für mich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Jesus, ich tue nun Buße. Wende mich von der Sünde ab und bekehre mich zu dir. Bitte komm in mein Herz. Ich vertraue auf dich alleine für meine Errettung. Danke, dass ich die Worte des ewigen Lebens hören und empfangen durfte. In dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.